Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 1. In der letzten Folge hat die Bruderschaft eine Anrufung durchgeführt und hat dann, oder ist dann auf die Schnapsidee gekommen, wir plündern mal den alten Orkfriedhof. Und wir wurden jetzt ausgeschickt, um nach den Leuten zu suchen, die Richtung Orkfriedhof aufgebrochen sind. Unter anderem ein Baal, den wir noch nicht gefunden haben. Aber ich glaube, ich weiß, wo er ist. Ja. Du bist wirklich in letzter Sekunde gekommen. Ja, wir stecken hier mitten in der Ork-Leiche drin. Khor Angar schickt mich. Khor Angar schickt mich. Habt ihr irgendein Zeichen des Schläfers gefunden? Bisher noch nicht. Aber was ist mit Iberion? Ist er wieder zu sich gekommen? Nein, er ist immer noch ohnmächtig. Wir müssen dem Rätsel dieser Höhlen auf den Grund gehen. Nach all den schrecklichen Verlusten kann ich nicht mit leeren Händen zur Gemeinschaft zurückkehren. Doch meine Kampfkünste sind sehr begrenzt und die Orks sprechen nicht auf meine magischen Kräfte an, so wie es die leichtgläubigen Menschen aus dem alten Lager tun. Wenn dich schon unsere Bruderschaft schickt, vielleicht könntest du mir bei der restlichen Erforschung dieser Gruft helfen. Ja, warum nicht? Ich werde dir helfen. Gut, sehr gut. Aus dieser Halle führen drei Stollen. Wir sollten sie alle durchsuchen. Geh voraus, ich folge dir. Ja, der Typ hat ein bisschen rumgebackt. Normalerweise sollte er halt vorne stehen. Das ist nämlich schon die erste Halle. Ich hoffe, er folgt mir jetzt. Ja. Okay, wir sammeln erstmal alles ein, was hier rumliegt. Kampfschwert. Kuschbach. Trank. Noch ein Trank. Ein Pfeil. Ein rostiges Bastardschwert. Ja. Also wir haben eine Pergamenthälfte gerade gefunden. Erwache! Dieser Stollen ist eine Sackgasse. Vielleicht findest du hier irgendwelche Hinweise, die uns weiterhelfen. Ja, haben wir doch. Erwache! Hier ist ein zerrissenes Stück Pergament. Das sieht aus wie eine orkische Zauberspruchrolle. Aber sie ist mitten durchgerissen. Es muss noch eine andere Hälfte davon geben. Ja, der Typ ist sehr optimistisch. Ich guck mal kurz, wir haben gerade eine andere Waffe. Okay, die ist nochmal um 5 Punkte stärker. Die nehmen wir mit. Oder tragen die, besser gesagt. Ja, wie gesagt, also normalerweise sollte er hier stehen. Und wir würden jetzt in den Stollen zuerst reingehen. Da er aber in dem anderen gegen die Orks gekämpft hat, gehen wir erstmal hier rein, wo ich schon in der letzten Folge drin war, um die Orks hier zu töten. Wobei da noch einer steht. Ja. Und den beseitigen wir dann auch noch. So. Ich glaube, mehr Orks waren hier nicht. Ich mache lieber nochmal einen Rundgang, weil ich habe keine Lust, dass mir der einer von den Orks in den Rücken fällt. Hier geht es nicht weiter. Vielleicht bergen die Nischen hier Hinweise. Ja, wir schauen uns um und entdecken einen Schalter in der Wand, der ein Tor öffnet. Und wieder ein Trank, noch ein Kruschbach, der zweite Teil der Pergamenthälfte. Haben wir Glück gehabt. Erwache! Ich habe dieses Stück Pergament hier gefunden. Ich habe dieses Stück Pergament hier gefunden. Sehr gut. Dies ist die andere Hälfte der orkischen Spruchrolle. Ja, was fangen wir jetzt mit den beiden Stücken an?
Was fangen wir jetzt mit diesen beiden Stücken an? Die beiden Hälften passen zusammen. Doch ich kann die orkischen Zeichen nicht übersetzen. Ja, den Dialog gehe ich auch noch eben mit ihm durch. Ich habe tote Templer auf dem Weg hierher gefunden. Was ist passiert? Meister Koanga hat uns hierhin entsandt, um die Höhlen zu erforschen. Wir hatten nichts als muffige Grabnischen und halbzerfallene Mumien erwartet. Dann plötzlich bewegte sich die Dunkelheit und überall waren Orks. Ich weiß nicht, was sie hier suchen, aber ihr Auftauchen hier ist mehr als ungewöhnlich. Wo sind die anderen Templer? Tot. Ich habe sie unwissend ins Verderben geführt. Ich hoffe, der Schläfer wird mir das verzeihen. Ja. Der Typ hat auch einen an der Klatsche. Wie alle in dem Lager. Nur wir nicht. Wir sind cool. Ja, wir gehen wieder hoch. Also wir haben jetzt zwei Pergamenthälften gefunden, die wir ihm gegeben haben. Und er setzt sie wieder zusammen. Mal sehen, was er zu sagen hat. Warte mal. Das ist interessant. Also ich kann diesem Ort beim besten Willen nichts Interessantes abgewinnen. Schweig und betrachte die Runenornamente in dieser Höhle hier. Das sollte ausreichend Material geben, um die geteilten Pergamenthälften zu übersetzen. Das ist es. Es handelt sich um einen Teleportzauber. Er scheint aber nur an einem gewissen Ort seine Kraft entfalten zu können. Seltsam. Ja. Der Typ hat mal eben die orkischen Runen übersetzt. Schon eine starke Leistung. Wir gehen in den letzten der drei Gänge. Trinken noch einen Trank. Da kommt nämlich schon ein Ork entgegen. Ich glaube, das ist der, der von am Anfang rumgebackt hat. Ja. Sonst wäre der nämlich noch nicht verletzt gewesen. Ich speichere hier eben ab. Speichere eben weg, ja genau. Denn jetzt kommt ein etwas kniffliger Kampf, glaube ich. Und zwar mit dem da. Das ist ein Ork-Krieger. Okay, das war extrem knapp. Ein weiterer Schlag von irgendeinem von den beiden und ich hätte ins Gras gebissen. Krusch Urok. Ja, man sieht, da hinten laufen noch ganz viele andere rum. Die Waffe ist nochmal um 5 besser. Ich mache hier einen Safe. Ja, der Ork-Krieger war mitunter, glaube ich, der schwierigste Gegner hier. Aber von dem haben wir auch eine ordentliche Waffe bekommen. Sonst haben die nämlich alle nur dieses Standard-Schwert oder Axt. So, und den letzten noch. Der interessiert sich irgendwie gar nicht für uns. Ja, und Balukor, den interessiert das hier überhaupt gar nicht, dass wir hier gegen Orks kämpfen. Ich schaue mich mal eben hier um. Ob es hier noch irgendwie was gibt, was wir einsammeln können. Sklavenbrot. Aber sonst nichts. Gut, ich glaube, wir müssen jetzt, um das Ereignis auszulösen, hier in die Mitte. Ja. Diese Halle erinnert mich an das Bild aus der Vision. Die Vision. Wir sind unserem Ziel sehr nahe. Ja, sind wir auch. Wir schauen uns hier mal ein bisschen um. Und sollten dann eigentlich vor dieser Wand hier, ja, enden. Hinter dieser Wand! Das muss es sein! Meine magische Kraft ist noch immer geschwächt.
Benutze den orkischen Teleportzauber hier vor dieser Wand. Ja, er hat uns jetzt den Ork-Zauber gegeben. Ich speichere nochmal ab. Ich hatte den Friedhof irgendwie verbuggt da in Erinnerung. Ja, wir nehmen den Teleportzauber und nutzen ihn. Und wir landen in einem anderen Teil des Gewölbes. Und diese Wand kommt uns doch sicherlich bekannt vor. Dann lassen wir Balukor mal rein. Hier liegt die Antwort auf die rätselhafte Anrufung des Schläfers? Sieht mir eher nach einer weiteren Grabkammer aus. Wir müssen weiter. Geh voraus, ich folge dir. Ja. So machen wir's. Wir schauen uns hier um. Und hier wächst immens viel Nachtschatten. Können wir jetzt mitnehmen. Mondschatten, Nachtschatten. Was auch immer. Ja. Ich speichere hier nochmal eben ab. Und wir gehen hier mal weiter. Da wird es ziemlich dunkel. Also benutzen wir eine Fackel. Zack. Aber außer Pilze und einem eingestürzten Tunnel gibt es hier nichts. Also nehmen wir den mittleren Gang. Ja. Ende. Okay. Nein, das darf nicht wahr sein. Hier gibt es nichts außer Staub und Gebeinen. Nein! Meister, sprich zu mir! Schläfer, offenbare dich! Nein! Das war's. Jetzt ist er völlig übergeschnappt. Ja, das sehe ich auch so. Das ist alles nur deine Schuld. Deine unheilige Präsenz hat den allmächtigen Schläfer erzürnt. Jetzt muss ich für dein frevelhaftes Verhalten büßen. Ich werde unserem Meister ein Opfer darbringen. Ein Menschenopfer! Bestimmt wird er mich dann erleuchten und zu seiner rechten Hand machen. Stirb, Ungläubiger! Ja, der Typ ist jetzt aufgrund seiner Inkompetenz ein bisschen bekloppt geworden. Sollte aber kein Problem für uns sein. Weil der Typ kämpferisch nicht viel drauf hat. Ja, das ist jetzt leider auch der zweite Charakter, den wir töten müssen. Weil wenn der wieder aufsteht, dann greift er uns wieder an. Ja, Balukor. So wird das nichts. Die Fackel können wir wieder wegstecken. Und wir klettern mal hier drauf. Todbringer. Und ein Skelett. Ja, und tatsächlich ist hier außer dieser Waffe beziehungsweise diesem Grab nichts, was der Bruderschaft helfen würde oder helfen wird. Und das hat der leider nicht verkraftet. Ja, unsere Quest ist jetzt klar. Wir müssen zurück zu Khor Angar. Ich mache nochmal ein Save. Und dann machen wir uns auf den Weg zurück in Sumpflager. Ja, man sieht schon, also
die Bruderschaft ist schon so ein Verein, da sind eigentlich schon nur noch Verrückte drin. Ist natürlich auch immer die Frage, warum die so bekloppt geworden sind. Auf der einen Seite glaube ich einfach, weil sie zu viel Sumpfkraut rauchen, ganz klar. Ich denke mal, wer davon kiloweise am Tag verraucht, der kann irgendwann nur noch blöd im Kopf sein. Aber auf der anderen Seite natürlich auch ganz klar die Barriere. Die Barriere und das Gefängnis, damit kommen viele wohl nicht klar. Und ja, schließlich wollen alle unter dieser Barriere nur eins, nämlich hier raus. Jeder halt auf seine Weise. Wir haben ja gehört, die Wassermagier im neuen Lager wollen mit einem gesammelten Erzhaufen die Barriere sprengen. Die im Sumpflager glauben, dass ein Dämon oder ein Gott sie hier rausholt. Ja, und das alte Lager, tja, das ist als einzige das einzige Lager, welches sich eigentlich überhaupt gar nicht dafür interessiert, dass die Barriere verschwinden sollte. Denn dann würde ja die Machtposition von Gomez geschwächt bzw. nicht mehr vorhanden sein. Und das will der gute Mann natürlich nicht. Wobei man sich natürlich immer überlegen muss, was ist einem wichtiger? In einem abgesperrten Gefängnis der mächtigste Mann sein oder in Freiheit zu leben? Also ich würde mich ganz klar für die Freiheit entscheiden. Aber das muss ja jeder selber so wissen, wie er das für richtig hält. Ja, ich würde sagen, genug philosophiert. Gehen wir mal zurück ins Sumpflager. Ja, man hat schon gesehen, die Orks sind ziemlich stark. Und wir haben bis jetzt nur gegen einen einzigen Krieger gekämpft. Die anderen waren alles Speer. Auch wenn man glaubt, man ist stark in diesem Spiel, es gibt immer jemanden, der stärker ist als man selbst. Aber jetzt reden wir erstmal mit Kor Anga. Wobei, ich muss mal eben auf die Uhr gucken. Ne, wir reden in der nächsten Folge mit Kor Anga, wenn es wieder heißt, Let's Play Gothic 1. Tschüss, bis dahin.